Herzlich willkommen zu Airless Tipps. Heute geht es um Düsen und zwar um Wagner-Düsen. Einmal die gelbe Standarddüse im Vergleich zur grünen HEA-Düse. Die grüne HEA-Düse ist so seit 2-3 Jahren im Markt und der Hersteller Wagner verspricht, dass sie mit weniger Druck gespritzt werden kann. Weniger Druck bedeutet weniger Farbnebel, weniger Abkleben und natürlich auch eine geringere Belastung fürs Gerät, auch weniger Verschleiß für die Düse. Um den Vergleich zwischen der grünen und der gelben Düse herzustellen, spritzen wir in unterschiedlichen Druckeinstellungen. Zuerst die grüne Düse. Wir starten bei 80 Bar und gehen dann in 20er Schritten hoch, also 100, 120, 140. 160 bis 180 Bar. Das gleiche machen wir dann auch mit der gelben Düse und können uns dann genau angucken, wo der richtige Druckpunkt ist und wie viel Druck man für die jeweilige Düse benötigt, um optimal spritzen zu können. Zudem wollen wir uns das Spritzbild der beiden Düsen genauer anschauen und miteinander vergleichen. Wir wissen, dass die grüne im Spritzbild etwas weicher ist, die gelbe etwas härtere Kantenbildung hat. Das wollen wir uns genauer anschauen, damit ihr genau wisst, wo und wie ihr die jeweilige Düse einsetzt. Los geht's! Wir haben Spritztest gemacht und die grüne und gelbe Düse in Düsengröße 517, also 50 Grad und 0,017 Inch als Bohrungsgröße gespritzt. Los ging es oben in der ersten Reihe mit der grünen Düse bei 80 Bar und dann in 20er Schritten hoch. Wenn wir uns das Spritzbild bei 80 Bar anschauen, dann sehen wir, dass das noch nicht gleichmäßig ist. Die Farbe ist nicht gleichmäßig verteilt, wenn wir genauer rangehen. Wir sehen noch eine harte Kantenbildung oder eine stärkere Kantenbildung und dort auch eine ungleichmäßige Materialverteilung. Gehen wir zu 100 Bar rüber, wird es schon etwas gleichmäßiger, etwas besser und bei 120 Bar noch besser. Ich würde irgendwo sagen, so bei zwischen 100 und 120 Bar kriegen wir schon ein schönes Spritzbild mit dem Material und der 517er HEA-Düse hin. Auch bei 140, 160, 180 Bar sieht es brauchbar aus, aber es ist unnötig, den Druck da hochzudrehen, die Maschine zusätzlich und die Düse, das Material zusätzlich zu belasten, wird vermutlich zu mehr Farbnebel führen. In der unteren Reihe haben wir die gelbe TraTip 3 Standarddüse von Wagner gespritzt, ebenfalls in der Düsengröße 517. Los ging es auch bei 80 Bar und schauen wir uns das Spritzbild mal an. Wir sehen, dass es hier eine ungleichmäßige Materialverteilung gibt. Die Fettkante oder Fingerbildung links und rechts am Rand des Spritzstrahls. Also so kann man keine vernünftige Oberfläche erzielen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass deutlich mehr Druck benötigt wird. Bei 100 Bar wird es etwas besser, aber es bleibt weiter als Problem bestehen. Fettkante am Rand und ungleichmäßige Materialverteilung. Auch bei 120, 140, 160 und selbst bei 180 Bar ist es noch nicht perfekt und es gibt Auffälligkeiten sowohl in der Kante als auch im gesamten Spritzbild. Wir haben hier eine Raumtemperatur von 15 Grad und auch die Farbe haben wir nochmal nachgemessen, da sind es 14 Grad. Das sind normale Verarbeitungstemperaturen, aber richtig warm ist es eben auch nicht. Und dadurch kann es sein, dass wir hier schon bei dem Material auf 200 Bar hochgehen müssen. Das haben wir auch nochmal getestet und haben das Material mit 200 Bar nochmal gespritzt. Da geht es deutlich besser. Wir haben ein gleichmäßigeres Spritzbild. Das heißt, wenn wir die gelbe mit der grünen Düse vergleichen, dann lässt sich bei unserem Test hier sagen, dass wir das Material sehr schön spritzen konnten mit der HEA-Düse bei 110 Bar im Vergleich zur gelben Standarddüse bei rund 200 Bar, also ein Unterschied von 90 Bar, sehr deutliches Ergebnis und spricht dafür, für viele Projekte eben die neuere HEA-Düse einzusetzen, um mit weniger Druck zu spritzen, dadurch das Airless-Gerät, die Pistole, die Düse weniger zu belasten, weniger Verschleiß zu haben, aber auch um mit weniger Druck zu spritzen, um eine geringere Farbnebelbildung, weniger Overspray zu haben und eben weniger abkleben zu müssen. Schauen wir uns nochmal den Spritzstrahl an. Die grüne HEA-Düse macht ein sehr weiches Kantenbild. Wir sehen hier den Spritzstrahl und links und rechts daneben so ein bisschen ausblühend die Farbe noch. Das ist sehr schön, wenn man überlappend arbeitet, weil dort das Material schön ineinander übergeht und gleichmäßig sich zieht. Bei der gelben TraTip 3 Düse haben wir dann eine sehr harte Kante im Vergleich zur HEA Düse. Das heißt, wenn man sehr sensible Oberflächen oder Materialien hat, ist das Risiko höher, dass man eine Kantenbildung sieht. Und deshalb würde ich in diesen Bereichen auf jeden Fall die grüne HEA Düse einsetzen. Kurzes Fazit zum Spritztest. Wir haben sowohl die grüne als auch die gelbe Düse zwischen 80 und 180 Bar gespritzt.
die gelbe sogar bis 200 Bar. Dabei haben wir festgestellt, dass wir die grüne Düse in unserem Test bei ungefähr 110 Bar nutzen konnten, um ein schönes Spritzbild zu erzielen. Bei der gelben Düse mussten wir bis 200 Bar hochgehen, also ein deutlicher Unterschied von rund 90 Bar in der Druckeinstellung. Das wirkt sich natürlich aus aufs Gerät. Wenn ich mit 90 Bar weniger spritze, habe ich weniger Belastung, weniger Verschleiß fürs Gerät, für die Pistole, für die Düse. Aber vor allem habe ich auch deutlich weniger Farbnebelbildung. Das heißt, es macht durchaus Sinn, die grüne HEA-Düse dort einzusetzen. Zudem bietet sie einige Vorteile im Spritzbild. Das Spritzbild ist im Kantenbereich deutlich weicher. Dadurch kann das Material, wenn ich über Lappen spritze, auch schön ineinander übergehen, während ich bei der gelben Standarddüse doch eine härtere Kantenbildung habe. Ich hoffe, das Video hilft euch bei der Düsenauswahl. Solltet ihr mehr Fragen zu Spritztechnik haben, schreibt uns eine Mail, hinterlasst einen Kommentar oder ruft durch oder schaut einfach in unseren Schulungen vorbei. Bis bald.